Hallo, ich bin Jodi. Und ich bin Katje. Wir sind von der DLRG Bremen-Nord. Und heute zeigen wir euch unsere Wache am Gramker Sportparksee. Und wozu wir ein Bobbycar brauchen, das seht ihr gleich. Ja, und so sieht sie aus. Die neue Wache der DLRG Bremen-Nord am Gramker Sportparksee. Das ist das Bild von der Wasserseite. Sieht alles relativ neu aus, ist es auch. Und rechts unten erkennen Sie die Boote, die für die Filmaufnahmen für die heutige Übung gerade vorbereitet werden. Eine typische Übung ist beispielsweise das Bergen von größeren Gegenständen. Das können auch Autos sein, die in einem See verunfallt sind. Und so haben sich gerade zwei Taucher ins Wasser gleiten lassen, um jetzt an dem zu bergenden Gegenstand einen Luftsack und eine Führungsleine zu befestigen. Und nun erahnen Sie auch, weshalb wir in der ersten Szene unseres Films ein Bobbycar abgebildet haben. Es ist mit Bleigewichten beschwert und dient immer und immer wieder für die Übungen der DLRG Bremen-Nord. Zu unserem Team gehören unter anderem Flo, Philipp, Jendrik, Mirko, Clara, Marcel und Sina. Die Taucher sind zum Beispiel Markus, Jan und Eike. Hinter den Bojen ist der Schwimmerbereich. Und hier sieht man den Sportlerbereich für Wassersport, wie zum Beispiel Rudern, Segeln oder Tauchen. Der Gramker Sportparksee ist mit seinen über 44 Hektar Größe ein Eldorado für höchst unterschiedliche Sportarten. Ob Segeln, Surfen, Tauchen, Schwimmen, hier kann man alles veranstalten, was mit dem Wasser in Verbindung steht. Und da müssen immer wieder auch Personen aus bedrohlichen Situationen gerettet werden, so wie hier in dieser Übung gezeigt. Es gibt 1000 Gründe, zur DLRG zu kommen. Jan, warum bist du dabei? Ich bin vor 17 Jahren zur DLRG dazugestoßen, weil ich auf technisch und fachlich hohem Niveau das Tauchen erlernen wollte. Und die DLRG hat mir dafür das beste Angebot gemacht. Es gibt auch viele technische Herausforderungen bei der DLRG. Mirko, warum bist du dabei? Ich bin dabei, weil mich die technischen Herausforderungen im Bootsdienst und im Tauchen schon seit jeher interessieren. Und wie lange bist du schon dabei? Seit jetzt circa 10 Jahren. Und jetzt zeigen wir euch gleich mal unsere Wache. Jetzt sind wir in der Wache, insbesondere hier oben in der Aufsicht sind im Sommer zwei Personen, die den Wachdienst organisieren, und darüber hinaus haben wir an den Fenstern in der Regel 2 bis 3 Personen, die den See und den Badebereich überwachen. Was die meisten Menschen immer wieder verwundert, ist, dass wir auf dieser Wache auch Schlafräume haben. Das ist an allen Bremer Wachen so, bei Großveranstaltungen und vor allem im Sommer, wenn mehrere Tage gutes Wetter ist, können hier unsere Wachgänger schlafen. In der Regel besetzen wir die Wachen am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr und wie gesagt, bei gutem Wetter und wenn unsere ehrenamtlichen Kräfte Zeit haben, dann auch in der Woche. Jetzt sind wir im Aufenthaltsraum. Hier können sich unsere Einsatzkräfte nach den Einsätzen ausruhen. Darüber hinaus findet hier auch das restliche Vereinsleben statt, denn für viele ist die DLRG wie eine zweite Familie. Des Landesverbandes hier. Martin, herzlich willkommen hier in der Sendung. Wir haben jetzt eine Station gesehen, aber das ist ja noch nicht alles, was die DLRG überhaupt alles kann und auch hier in Bremen bietet. Kannst du mir mal einen Rundumschlag machen? Was ist die DLRG in Bremen und Bremerhaven? Also wir haben in Bremen und Bremerhaven 9 Rettungsstationen oder Wachstationen und eine Motorbootstation an der Weser hier, wo wir halt mit vielen jungen Leuten Rettungswachdienst in den Sommermonaten, das heißt vom 15. Mai bis 15. September, vollständig ehrenamtlich gewährleisten, das heißt Veranstaltungen absichern, Badegäste beaufsichtigen, Sicherung bereitstellen, Erste Hilfe leisten. Und nebenbei müssen wir uns natürlich qualifizieren. Wir haben Taucher, wir haben Bootsführer, wir haben Leute, die im Katastrophenschutz helfen können. Also wow. Und wer kann das überhaupt machen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gerne engagieren, ich möchte zur DLRG gehen, muss ich dann ein Athlet sein und möglichst sehr sportlich und dann Arnold Schwarzenegger sein oder kann jeder kommen?
Nein, es kann eigentlich jeder kommen, der schwimmen kann. Schwimmen ist die Grundvoraussetzung, um Rettungsschwimmer zu werden. Das ist ja auch so die Historie vom Schwimmer, vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer. Das ist unser Ziel. Wenn man 8, 9 Jahre alt ist, fängt man mit dem Jugendschwimmschein in Gold in der Regel an. Und im Jugendschwimmschein Gold ist schon die erste Rettungsübung mit enthalten. Dann kann man Juniorretter werden mit 10 Jahren. Und dann ist eigentlich die Tür auf, um wirklich zum Rettungsschwimmen zu kommen. Wir betreiben 2 Jugend- und Lehrrettungsstationen in Bremen und 1 Jugendrettungsgruppe in Bremen-Nord. Hier, wie eben gesehen, am Sportparksee ist eine Jugendgruppe. Am Werdersee ist eine Lehrrettungsstation, die komplett ausgestattet ist mit allem Nötigen, wo man dann anfangen kann. Und wenn man dann 16 ist, geht es richtig los auf den Rettungsstationen als Rettungsschwimmer, also wir nennen es Wachgänger dann. Und wenn man 18 ist, darf man Bootsführer sein, Taucher sein und hat eine super Ausbildung, die man auch privat dann gut nutzen kann. Weil ein Bootsführer also darf ich auch privat nutzen. Genau, also dann darf ich, mache ich die Ausbildung bei der DLRG, engagiere mich da, kann es aber auch privat nutzen. Genau. Wow. Das Gleiche, den Taucher kann ich auch privat nutzen. Und es kostet alles so gut wie nichts. Wenn ich jetzt wirklich Interesse habe, kann ich einfach zu der nächsten DLG-Station hingehen und da reinkommen und sagen, jo, ich würde gerne dabei sein? Oder wie läuft das ab? Das Einfachste ist, am Samstagnachmittag einfach mal vorbeizuschauen, sich das anzugucken. Sind die Menschen da so, die Menschen, die ich gerne treffen möchte? Und wenn das alles passt, kann man einfach loslegen. Wie bist du zum DLG gekommen? Genau über diesen Weg. Ja. Mit 14 Jahren über die Schule, war eine Ausschreibung, komm mal zum Sodenmattsee hin. Bin ich hingegangen zum Sodenmattsee und bin seitdem dabei. Was ist für dich das Besondere an der DLRG? Was macht dir besonders Spaß dabei? Die DLRG ist vielfältig. Also man kann sportlich was machen. Wir haben unsere Wettkampfgruppen, die wirklich schwimmerische Leistung bringen. Wir haben unsere technischen Gruppen, die das Tauchen, das Bootsfahren abdecken. Aber wir haben auch richtige Techniker, die Boote entwickeln. Wir haben eigenentwickelte Boote als Rettungsboote. Also jeder, der irgendwas tun möchte, kann da was tun. Und wer sagt, ich möchte nur noch Funktionär sein, darf auch als Funktionär sein. Das heißt, aber du hast doch nicht hast du freiwillig gesagt, du willst nur noch Funktionär sein oder würdest du gern selber nochmal den Strand sichern am Sodenmattsee? Also den Strand nicht mehr unbedingt, aber hin und wieder gehe ich ins Schwimmbad und gebe Schwimmkurse. Ich bin Schwimmtrainer und ich bin Lehrscheininhaber, nennen wir das, und gebe halt Anfängerschwimmkurse, mal nur in reinen Tiefwasserschwimmkursen oder Anfängerschwimmkursen. Macht einfach Spaß. Der Sommer ist ja schon prickelnd heiß gewesen und wir haben auch schon von Badeunfällen gehört. Wie kritisch sind dann wirklich die Situationen, in die die DLG kommen und wie bewahre ich dann als Rettungsschwimmer den kühlen Kopf? Also unsere Rettungsschwimmer kommen hoffentlich nicht in kritische Situationen, aber durchaus merken wir ganz stark, dass an den Badeseen viele Kinder sind, die nicht mehr schwimmen können. Die ohne Schwimmqualifikation einfach ins Wasser gehen, denken, dass sie mal eben zu diesen Badeinseln hinschwimmen können und es nicht schaffen. Und da mussten wir leider schon in diesen wenigen Tagen und in diesen wenigen warmen Stunden, die wir hatten, einige aus dem Wasser rausholen. Ja, Gott sei Dank gibt es euch ja und das alles ehrenamtlich. Also da ist ja schon mal Hut ab, dass ihr überhaupt da seid. Wir sind alle froh, dass es das gibt und hoffentlich kommen die einen oder anderen auch auf die Idee, sich bei euch zu engagieren. Was ist das nächste größte Event, was ihr sozusagen sichert von der DLG? Die größte nächste Veranstaltung ist die Sail in Bremerhaven. Da sind wir mit knapp 100 Leuten aus dem ganz norddeutschen Raum unter der Führung der DLRG Bremerhaven, die das dann ganz entsprechend umsetzen und führen muss. Dann wollen wir hoffen, dass keiner ins Hafenbecken fällt und ihr nicht hinterher springen müsst. Wir wünschen euch viel Erfolg. Macht weiter so. Vielen lieben Dank für das Interview und für den kurzen Einblick.